Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freundinnen und Freunde, als Martin Walser 1998 seine antisemitische Rede in der Frankfurter Paulskirche gehalten hat, standen alle auf, um zu applaudieren, nur Ignaz und Ida Bubis nicht. Sie blieben sitzen und verweigerten als einzige Walser die Anerkennung und Zustimmung zu einer Rede, die weder Anerkennung noch Zustimmung verdient hatte. Walser war mit dieser Rede in der Paulskirche eine Art Katalysator, weil seitdem Antisemitismus in der Öffentlichkeit wieder unsanktioniert sagbar geworden ist. In dieser Rede hatte sich Walser gegen eine kritische Reflexion der Vergangenheit und, wie er sagte, gegen die Moralkeule Auschwitz gewandt, deren Allgegenwärtigkeit er halluzinierte, und sprach von einer Dauerpräsentation unserer Schande, von, auch nochmal ein Zitat, einem grausamen Erinnerungsdienst und einer Routine des Beschuldigens in den Medien. Öffentliche Kritik an diesem Schuldabwehr-Antisemitismus blieb dabei, wie gesagt, weitgehend aus. Und nicht zufällig schloss Björn Höcke terminologisch in seiner Dresdner Rede im Januar 2017 ja auch an den antisemitischen Denkraum an, den Walser mit dieser Paulskirchenrede 98 eröffnet hatte. Als Jakob Augstein 2012 vom Simon Wiesenthal Center für seine antisemitischen Kolumnen kritisiert wurde, gab es Journalisten, die sagten, wenn Augstein ein Antisemit sei, dann seien sie es auch. In einem mit dem Titel »Wir Antisemiten« betitelten Artikel schrieb eine linksalternative Tageszeitung aus Berlin, ich zitiere: »Der Publizist ist ein scharfer, rationaler Kritiker der rechtsnationalen israelischen Regierung. In seinen Texten findet sich indes keine jener verhängnisvollen Vergleiche Israels mit NS-Terminologie.« Zitat Ende. Augstein hatte seinerzeit behauptet, Israel gefährde den Weltfrieden und suggeriert, die Gewalt in der Welt nutze, Zitat, den Wahnsinnigen und den Skrupellosen und damit auch den US-Republikanern und der israelischen Regierung. Ferner unterstellte er, dass wenn Jerusalem anruft, sich Berlin dessen Willen beuge und die Regierung Netanjahu die ganze Welt am Gängelband eines anschwellenden Kriegsgesangs führe. Für Augstein war Israel im NS-Jargon eine Besatzungsmacht, Gaza ein Lager, in dem Israel sich seine Gegner ausbrühte. Er verglich islamische Fundamentalisten mit Ultraorthodoxen und behauptete, die Juden hätten insofern ihre eigenen Fundamentalisten. Der Antisemitismus war eigentlich völlig unübersehbar. Die antisemitische Machtfantasie, Juden bzw. Israel würden die Welt lenken und kontrollieren, sie würden von Kriegen profitieren und sie gar selbst zum eigenen Nutzen inszenieren. Die Analogie zur NS-Terminologie kehrte Opfer und Täter um und projizierte den Nationalsozialismus und die NS-Verbrechen auf Israel. Schließlich kulminierend in dem Begriff bei Augstein, die Juden, in einem Kontext, der eigentlich von Israel handelt, nun aber begrifflich die Juden auf- und angreift. Walser und Augstein. Zwei Beispiele aus der jüngeren Geschichte, die zeigen, wie tief verankert Antisemitismus in Deutschland ist. Zwei Beispiele, die auch zeigen, wie viele Menschen sich hartnäckig weigern, Antisemitismus zu sehen, auch wenn er völlig offensichtlich und unübersehbar ist. Weil sie ihn unsichtbar machen wollen oder sogar, weil sie ihn teilen, mal lautstark, mal stillschweigend. Antisemitismus ist immer ein Angriff auf Jüdinnen und Juden, er ist immer ein Angriff auf die Demokratie. Wir erleben gegenwärtig eine tiefe Erschütterung der Demokratie in Deutschland. Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik sitzt eine rechtsextreme Partei mit einem zweistelligen Wahlergebnis im Deutschen Bundestag. Der Angriff der Antidemokraten auf die Erinnerungs- und Geschichtspolitik läuft auf Hochtouren. Hitler habe, so sagt einer der AfD-Lautsprecher, sehr viel mehr zerstört als die Städte und die Menschen. Er habe den Deutschen das Rückgrat gebrochen, weitgehend. Statt sich der Opfer der Shoah zu erinnern, möchte er, dieser Lautsprecher, lieber das Recht haben, stolz zu sein auf Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen. Das heißt im Klartext, stolz auf die Soldaten sein, die den antisemitischen Vernichtungskrieg geführt haben. Ein anderer will den NS-Begriff Volksgemeinschaft rehabilitieren, da er findet, dass er zu den völlig unproblematischen und sogar äußerst positiven Begriffen gehöre, die nicht benutzt werden. Und noch ein anderer erklärt, auch hier ein längeres wörtliches Zitat: Die AfD ist die letzte Revolutionäre, sie ist die letzte friedliche Chance für unser Vaterland. Zitat Ende.
In einem solchen Kontext, in dem Antisemitismus seit und wegen Walser wieder in einem seit 20 Jahren laufenden, schleichenden Prozess öffentlich sagbar geworden ist, hat sich nicht nur das öffentliche Klima geändert, sondern auch der Alltag. Antisemitismus ist zunehmend sichtbarer und aggressiver geworden. Wer sich früher mit antisemitischen Positionen noch eher isoliert fühlte, findet heute auch und gerade in den sozialen Netzwerken Bestätigung. Das ist bei Antisemitismus im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich, weil es nicht nur bestärkt, sondern auch mobilisiert. Antisemitismus ist eine Einstellung, in der Diskriminierung, Gewalt und Vernichtung im Denken selbst angelegt sind. Das Radikalisierungspotenzial ist immer da. Wer sich im Internet bestärkt fühlt, setzt das auch später in irgendeiner Form um. In Witzen, Beschimpfungen, Ausgrenzung von Menschen oder tatsächlichen Gewalttaten. Antisemitismus ist mehr geworden, er ist aggressiver und gewalttätiger geworden, aber auch sichtbarer. Die Demokratinnen und Demokraten, die noch vor einigen Jahren lieber weggesehen haben, schauen heute zunehmend mehr hin. Die Bereitschaft, Antisemitismus als Angriff auf Jüdinnen und Juden und als Angriff auf die Demokratie zu sehen, nimmt langsam, aber zu. Und das verdanken wir ganz besonders auch euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, das verdanken wir dem Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Lassen Sie mich an ein Ereignis erinnern, an das Sie sich freilich noch alle hier erinnern. Die antisemitischen Demonstrationen bei uns in Berlin im Dezember 2017. Anlass und Vorwand für diese Demonstration war die Ankündigung, die amerikanische Botschaft in die israelische Hauptstadt Jerusalem zu verlegen. Ich möchte dabei, ich habe es extra nicht als PowerPoint-Folie groß gemacht, weil Sie kennen es alle, und ich will es nur mal kurz in Erinnerung rufen, nämlich diese fotografische Darstellung. Dieses Bild, das sehr offen den Antisemitismus aus einem arabisch-islamischen Kontext sichtbar werden lässt, ging durch die Medien und um die Welt. Es ließ etwas sichtbar werden, was lange Zeit für viele Menschen unsichtbar war, aus den genannten Gründen. Nun wurde es aber visuell erfassbar und war nicht mehr zu leugnen. Deutschland hat ein manifestes Antisemitismusproblem. Dieses Bild, von dem Sie wissen, dass es vom Jüdischen Forum stammt, ist insofern ein wichtiger Indikator für diese öffentliche Wahrnehmung. Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus hat insofern mit diesem Bild etwas geleistet, was vielen anderen vorher nicht gelungen ist. Aus dem Herzen einer antisemitischen Demonstration heraus Bildmaterial zu beschaffen, das sich auch für alle diejenigen erschließt, die Antisemitismus kognitiv nicht sehen konnten oder emotional nicht sehen wollten. Es ist ein Beispiel aus eurer jahrelangen großartigen Arbeit im Bereich des Monitorings von antisemitischen Veranstaltungen, dass die große Qualität eurer Arbeit genauso sichtbar macht wie die Unverzichtbarkeit des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus für die gesamte Gesellschaft. Und es verdichtet exemplarisch eure beiden zentralen Anliegen für Demokratie, gegen Antisemitismus, beides gehört zwingend zusammen. Gerade deshalb ist es auch so wohltuend, dass in eurem Fokus jeder Antisemitismus dokumentiert und kritisiert wird. Der islamische genauso wie der rechte oder der linke. Denn letztlich wird ein erfolgreicher Kampf für die Demokratie und gegen den Antisemitismus überhaupt nur dann gelingen können, wenn genauso die AfD wie die Islamisten als zwei Seiten einer Medaille in den Blick genommen werden. Aber auch das hoffentlich perspektivisch nicht mehr so laute Schweigen vieler Demokratinnen und Demokraten jenseits dieser dezidiert antidemokratischen Akteure. In eurem ersten Jahresbericht über das Gründungsjahr war Folgendes zu lesen. Ich zitiere: Ziel des Forums ist es, die Demokratie zu stärken und dem wachsenden Antisemitismus und Antizionismus in ihren verschiedenen Ausprägungen entgegenzustehen. Zitat Ende. Und weiter hieß es über die Ziele des Jüdischen Forums, dass, Zitat, ein unabhängiges Monitoring durchzuführen und antisemitische Vorfälle und Tendenzen sowie andere gegen das Grundgesetz und die Menschenrechte gerichtete Vorkommnisse zu erfassen und zu bewerten, die Öffentlichkeit sowie staatliche Institutionen auf Probleme aufmerksam zu machen und für Gegenmaßnahmen zu gewinnen sein. Allein im vergangenen Jahr habt ihr über 50 antisemitische Veranstaltungen von der AfD bis zur BDS-Kampagne dokumentiert und damit ein unabhängiges Monitoring durchgeführt, von dem unzählige Medien profitieren und dem ihr ein dezidiertes Gegengewicht gegen all jene gesetzt habt und setzt, die Antisemitismus kleinreden und verschweigen wollen.
ein kleines Zeugnis über die Wichtigkeit und den Umfang eurer Tätigkeit mag ablegen, dass euer Tätigkeitsbericht über das Jahr 2008 noch 15 Seiten umfasste. Der über das Jahr 2016 war schon 169 Seiten stark. Ihr habt quasi nebenbei in den 10 Jahren seit eurer Gründung gut 50 Veranstaltungen, darunter Podiumsdiskussionen und Fachtagungen, organisiert und euch zu zahlreichen Fragen medial eingemischt, dafür gekämpft, dass Antisemitismus in Deutschland auch für all diejenigen sichtbar wird, die nicht tagtäglich von ihm betroffen sind oder genauer gesagt nicht betroffen scheinen. Denn Antisemitismus, das kann man nicht oft genug sagen, ist auch ein fundamentaler Angriff auf die Demokratie, weil er sämtliche ihrer Grundwerte in seinem Weltbild in Frage stellt und bekämpft. Denn Antisemiten sehen ja in ihrem Verschwörungswahn in Jüdinnen und Juden all das, was sie nicht verstehen können und wollen, was sie ablehnen und bekämpfen. Die Freiheit und Gleichheit, den Liberalismus und Sozialismus, die Aufklärung und die Moderne, die Individualität und Subjektivität, ja eben letztlich die Demokratie. Das Jüdische Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus ist in 10 Jahren zu einer starken Stimme im demokratischen Kampf gegen Antisemitismus geworden, in Berlin sowieso, aber auch weit darüber hinaus. Euer Fokus auf alle Formen von Antisemitismus, bei dem keine Variante relativiert wird, hat euer Monitoring zu einer unbestechlichen Institution in der öffentlichen Auseinandersetzung werden lassen. Der formulierte Selbstanspruch, nachdem das Jüdische Forum, die ich zitiere, Stärkung des demokratischen Staatswesens, Förderung des interreligiösen und interkulturellen Austausches sowie die Hilfe für politisch, rassistisch oder religiös Verfolgte in den Mittelpunkt rückt und hierfür demokratische Institutionen und die Zusammenarbeit aller zivilgesellschaftlichen Akteure zum Schutz der Menschenrechte und des Grundgesetzes unterstützt, darf getrost als realistisch beschrieben werden. Parallel zur öffentlichen Diskussionsveranstaltung und dem Monitoring antisemitischer Veranstaltungen engagiert ihr euch verstärkt im Bereich der politischen Bildungsarbeit durch Ausstellungsprojekte, Schulungen und Fortbildungen, von denen exemplarisch die Ausstellung Bekennt euch, religiöse Selbstbehauptung während des Nationalsozialismus und Vorurteile abbauen, antisemitische Ressentiments bekämpfen, genannt seien. Wie die Projekte Rassismus in der Mitte treffen, Vorsicht Verschwörung, Vorurteile abbauen, antisemitische Ressentiments bekämpfen und Augen auf Rassismus und Einwanderungsfeindlichkeit entgegentreten. Seit jüngsten auch Kompetenzwettbewerbe und Konfliktprävention im Kontext von Flucht und Migration, was auch das hochaktuelle Thema von Antisemitismus in der Einwanderungsgesellschaft umfasst. Ihr hattet schon früh ein Gespür für die Entwicklung im antisemitischen Milieu, hattet die Verschwörungsszene im Blick, bevor viele andere auf sie aufmerksam wurden, habt über Antisemitismus im Rap in eurem stark rezipierten Video-Interview-Formaten aufgeklärt, bevor das Problem in einer breiten Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Und ihr werdet nicht müde, auf rechten Antisemitismus hinzuweisen, wenn manch einer lieber nur noch von islamistischem Antisemitismus sprechen möchte oder umgekehrt auf den islamischen Antisemitismus hinzuweisen, wenn nur der rechte Antisemitismus öffentlich diskutiert werden soll. Wie viele andere und gewiss alle hier Anwesenden bin ich dankbar, den erfolgreichen Weg des Jüdischen Forums für Demokratie und gegen Antisemitismus hin und wieder begleiten zu dürfen. Natürlich hoffen wir alle, dass irgendwann einmal der Kampf gegen Antisemitismus so erfolgreich sein wird, dass es gesonderter Projekte gar nicht mehr bedarf. Gleichwohl, es ist eine Hoffnung, weniger ein Glaube und noch weniger eine Einsicht. Denn wir alle wissen, dass Antisemitismus in jüngerer Vergangenheit nicht weniger, sondern mehr, nicht harmloser, sondern aggressiver, nicht gesellschaftlich ausgegrenzter, sondern politische Spektren verbindender geworden ist. Gleichwohl gilt es mehr denn je, den Kampf für Demokratie und gegen Antisemitismus engagiert, intensiv und gemeinsam zu führen, um die Welt ein kleines bisschen weniger schlecht zu machen oder anders gesagt, beizutragen zur Reparatur der Welt. Sollte es aber dennoch einmal gelingen, auf die Geschichte zurückzublicken als eine, in der Antisemitismus bedeutungslos geworden sein würde, dann lässt sich schon heute sicher sagen, das werden wir dann in einem gewichtigen Maße auch euch zu verdanken haben, dem Jüdischen Forum für Demokratie und gegen Antisemitismus. Bis dahin ist es aber heute erst einmal wichtig zu sagen, gut so, weiter so und ganz herzlichen Dank für euer Engagement und eure Arbeit, liebe Lala, lieber Levi, liebe Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön.